Gerade erst das Abi beendet, im Frühling des Lebens stehend, gerade erst 19 Jahre jung und kaum Geld. Was macht man da als nächstes? Arbeiten? Studieren? Nein! Auf Weltreise gehen. Was mich dazu bewegt hat, für unbestimmte Zeit zu verreisen und warum ich jetzt schon der Meinung bin, dass das jeder machen sollte, obwohl ich selbst erst 3 Wochen unterwegs bin. Das und vieles mehr jetzt im Video. Hey yo Leute, ich habe Neuigkeiten zu verkünden. Ich sage das auch gleich direkt am Anfang. Ich habe vor, diesen YouTube-Kanal hier wieder zu beleben. Ich bin ja aktuell in Australien, lebe in Sydney und dann bin ich so letztens auf den Gedanken gekommen, weil ich verfolge selbst sehr viele Reisekanäle, die Work and Travel machen oder Weltreisen, und dann kann ich da wirklich sehr viel Tipps von beziehen, und dann bin ich so auf den Gedanken gekommen, warum ich das nicht mal selbst mache. Weil seit ich hier bin, heute ist der 23. Tag, habe ich jeden Abend ein Video aufgenommen, wo ich einfach etwas in die Kamera spreche. Das habe ich jetzt nicht gemacht, um das zu veröffentlichen, sondern einfach nur so für mich, um das irgendwann mal später zu sehen und mich an die Zeit zurückzuerinnern. Da habe ich gedacht, wieso nicht veröffentlichen, wo ich dann so mein Wachstum sehe, meine Reise. Das wäre echt bestimmt richtig spannend, auch für mich selbst. Ich habe ja auch einen Instagram-Account gegründet, Traveler Tommy heiße ich da. Dort lade ich so die schönsten Bilder und Aufnahmen hoch, was ich hier so mache. Aber das ist jetzt auch nicht so viel Information, um einen Einblick zu bekommen in das Reiseleben von mir. Das Problem ist nur, ich habe meinen YouTube-Kanal vor 4 Jahren beerdigt. So, ich habe ja das letzte Video gemacht damals und seitdem habe ich nur ab und zu Update-Videos hochgeladen, wo die Aufrufzahlen kontinuierlich gefallen sind. Und überhaupt, meine Abonnentenzahl ist in den letzten 3 Jahren ständig gefallen. Und jedes meiner Videos erlangt nur noch ein paar tausend Aufrufe. Ja, weil ich einfach nicht mehr regelmäßig hochlade, weil ich kein wirklich durchgängiges Thema auf meinem Kanal habe. Und hiermit möchte ich aber durchziehen. Ich möchte immer wieder was hochladen, bis ich irgendwann mal ein Breakthrough habe. Und ich habe auch wirklich zahlreiche Ideen, einmal so Vlogs von meinem Alltag zu machen. Das mache ich auch heute. Einfach wie das Leben in Sydney ist, wie ich unterwegs bin, was man hier alles sehen kann, wie ich arbeite, nach Arbeit gesucht habe oder die Preise hier, dass man das einfach so sieht, wie ist das Leben in Australien. Ich möchte aber auch so Hilfevideos machen, wo ich so bürokratisches Zeug erkläre. Also wie das lief mit dem Beantragen vom Visum, dem ganzen Papierkram und so weiter. Ich möchte aber auch so Weisheitsvideos machen, sag ich mal, wo ich euch von meinen Reisetipps erzähle und den Fehlern, die ich gemacht habe, dass man davon lernen kann. Und das Problem ist, in diesem Zug habe ich den Regenschirm von John vergessen. Ich bin so dumm, Alter. Das ist wirklich was ganz Wichtiges, weil Weisheit ist nicht etwas für die Alten, sondern für die Jungen, weil sonst ist es ja zu spät. Und ich finde das wirklich so wichtig, dass man aus Fehlern lernt. Ich kann aber auch einfach mal Videoformate machen, wo ich interessante Storys erzähle. Ich meine, ich habe jetzt in 3 Wochen hier schon mehr erlebt, als ich Deutschland in 3 Monaten erlebt hätte. Es gibt dann noch eine weitere Herausforderung, das ist, dass ich gar kein Equipment habe, also jetzt gar keine wirkliche professionelle Videokamera oder so, sondern nur mein Handy. Aber das ist gar nicht schlimm, weil Tatsache ist, dass ich meinen ganzen YouTube-Kanal nur mit meinem Handy aufgebaut habe, also mit meiner Handykamera. Ich habe jetzt aber auch nicht meinen PC dabei und auch keinen Laptop, das heißt auch kein Schneideprogramm. Und da muss ich gucken, dass ich irgendeine Alternative finde zu Adobe Premiere Pro, womit ich ja immer gearbeitet habe. Da muss ich die Videos irgendwie auf dem Handy zusammenschneiden, aber das geht auch. Ich werde trotzdem wirklich darum bemüht sein, konstant Qualität zu liefern. Ja, das Ziel von dem ganzen Projekt wird sein, dass es natürlich unterhaltend ist, aber auch mit so einer Belehrung gemischt, dass man aus meinen Fehlern lernen kann, sodass wirklich jeder das gucken kann und nicht nur Reiseinteressierte, weil Leute, das ist wirklich so, beim Reisen lernt man nicht nur fürs Reisen, sondern da lernt man wirklich fürs Leben. Ich möchte aber auch wirklich ganz transparent sein und zeigen, dass es nicht nur immer Sonnenschein ist, dass man auch richtige Struggles hat, wenn man eine Weltreise antritt, was blöd läuft, dass man manchmal in so einem Überlebensmodus ist. Und ich werde dann wirklich ganz detailliert Sachen von mir zeigen, weil das hat mir persönlich bei der Bandbreite, die man hat von Work and Travel Videos auf YouTube, gefehlt. Zum Beispiel habe ich mal, bevor ich hierher kam,
auf YouTube gesucht, wie ist der öffentliche Verkehr hier in Sydney, weil ich wusste, ich muss vom Airport zu dem John fahren, der in der Mitte von Sydney lebt. Und da musste ich den Public Transport benutzen und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll, weil ich nur Deutsche Bahn kannte. Und dann habe ich nach YouTube-Videos gesucht, wie ist die Opel Card und sowas. Und da habe ich nichts gefunden und dann musste ich alles irgendwie vor Ort klären. War natürlich möglich, aber ich möchte euch das trotzdem einfach mal zeigen, wie das so ist. Hilfreich könnte für euch auch sein, mein letztes Video zu sehen, was ich vor meiner Abreise noch aufgenommen habe. Da habe ich vieles vorab gesagt, unwissend jedoch über die Zukunft, aber trotzdem, was ich so vorhabe und so weiter. Genau, das nächste Video wird wahrscheinlich so ein kurzer Vlog sein, da werde ich einfach mal den Tag zeigen. Ich werde auch mal erklären, wie die Ankunft hier in Australien war, also die erste Woche, der Flug und wie ich hier so angekommen bin, was ich so gemacht habe als allererstes. Aber auch vielleicht mal so was Formales, wo ich zeige, was man für ein Work and Travel in Australien braucht. Da gibt es zwar schon sehr viele Videos, die auch ich benutzt habe, aber ich möchte ein aktuelles bringen, was 2022 ist und nach Corona. Weil so welche Videos gibt es, glaube ich, noch nicht so viele. Vier meiner älteren Brüder sind ja schon in Australien gewesen, haben auch eine große Reise unternommen. Ich bin jetzt quasi der fünfte. Und die waren alle vor Corona und das war auch wirklich sehr, sehr anders. Es ist viel strenger geworden und das sagt nicht nur ich als Reisender, sondern die Australier auch selbst. Aber wie gesagt, das seht ihr dann alles in den nächsten Videos. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt auf diese Zeit wie ich.